Die DHV-News vom 5. April 2024. Wir sind legal. Woche 1 nach Cannabisgesetz. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Away Medical und Dirks Grow Shop. Herzlich willkommen bei den DHV News. Es ist soweit, es ist viel spekuliert worden, ob ich überhaupt konsumiere, ja, jahrzehntelang gehütetes Geheimnis. Mir wurde immer vorgeworfen, dass ich nicht konsumiere und deswegen schlechter Vertreter der Community sei. Ob ich in der Ausgabe nach der Legalisierung konsumieren werde. Und ja, das tue ich jetzt, obwohl wir natürlich jetzt keine richtige Legalisierung haben. Aber das hier ist legal. Ein guter Stecknadelkopf, anständiges Haschisch, darf ich jetzt besitzen, darf ich jetzt rauchen, tue ich auch. Sogar die Pfeife habe ich frisch geputzt zum Brandenburger Tor-Event am Sonntagnacht und freue mich jetzt. Ich habe mich vor 28 Jahren selbst angezeigt wegen Besitz von 4 Gramm Cannabis, unter anderem, weil ich es nicht eingesehen habe, dass ich jetzt deswegen Straftäter sein soll, während mein Nachbar jede Menge Bier und Schnaps zu Hause hortet. Ich bin kein Straftäter, war es nie und jetzt bin ich es auch offiziell nicht mehr, wenn ich ein paar Gramm besitze und auch nicht, wenn ich hier konsumiere. Das wird trotzdem eine Ausnahme bleiben. Ich mag eigentlich gerne einen klaren Kopf und gerade bei so einer Gelegenheit hier klaren Vortrag der News. Ja, das leidet vielleicht heute ein bisschen sozusagen unter dem Konsum. Das könnte vielleicht passieren. Deswegen wird es auch nicht wieder vorkommen. Nächstes Jahr wieder nüchtern und im Jackett. Aber heute darf ich mal nach dem langen Kampf und weil ihr euch alle so drauf gefreut habt, dass ich in dieser Ausgabe, auch wenn es nicht ganz die 420-Ausgabe geworden ist, sondern 416 oder was wir jetzt haben, dürft euch mit mir freuen. Und ja, so freuen wir uns halt alle. Wie fühlt sich das an? Meine erste Überschrift. Und wir Berliner hatten natürlich die tolle Möglichkeit, wirklich in der ersten Sekunde beim Inkrafttreten des Gesetzes zu feiern und auszuprobieren, wie sich das anfühlt mit dem Smoke-In am Brandenburger Tor, das die Ortsgruppe Berlin des Handverbands organisiert hat. Und da war ich auch vor Ort und es war einfach großartig. Hier nochmal ganz kurz ein paar Bilder. Ja, das war wirklich was ganz Besonderes. Man hat sich einfach freier gefühlt. Ja, es war kaum Polizei vor Ort, ein, zwei oder so. Ja, und die riesen Dampfwolke. Und es war allen klar, das ist jetzt vollkommen legal. Die müssen nicht mehr einschreiten. Die sparen sich den Stress. Wir sparen uns den Stress. Einfach wunderbar. Schöne, ruhige Veranstaltung. Polizei hat auch nachher gesagt, das war eine erfolgreiche Veranstaltung. Gab keinen Ärger. Schöne, ruhige, friedliche Feier. Super Stimmung. War einfach toll. Und ich habe viele Interviews auch gegeben, auch in der Nacht vor 12 Uhr und auch nach 12 Uhr und habe dann auch zum ersten Mal ein bekifftes Interview gegeben, ja, auch ganz witzig. Durfte ich dann ja auch, war irgendwie französisches Fernsehen oder so, glaube ich, die dann nochmal einen O-Ton hatten, irgendwie, wo ich nicht mehr ganz nüchtern war und ein bisschen trockene Fresse hatte. Ja, hier habe ich zum Glück irgendwie was zu trinken dabei, hatte ich da nicht. Naja, aber als einfach dieses Gefühl, ja, das ist jetzt vollkommen egal, ob man irgendwie einen bekifften Eindruck macht, ob man den Nachbarn auffällt, ja, dass die irgendwie ein bisschen riechen im Hausflur oder so, ob man ein bisschen in der Tasche hat und die Polizei kommt vorbei und ist einfach kein Problem, ja, man ist dadurch nicht mehr bedroht insgesamt. Ich muss sagen, für mich persönlich, immer wieder habe ich so Momente, wo ich denke, ja, großartig. Ja, das ist toll. Ich darf das jetzt. Ich bin nicht mehr verfolgt von dieser Gesellschaft, weil ich irgendwie ein bisschen Gras in der Tasche habe oder lieber Hasch. Wunderbar. Es gab noch diverse andere Aktionen an dem Tag.
zum Beispiel signifikante Info, ja, vor der CSU-Zentrale in München, nette Idee, da ein bisschen zu feiern sozusagen. In Hamburg war auch viel Medien dabei, Hannover, viele mehr, wir haben die alle angekündigt letzte Woche. Wir zeigen euch noch Bilder aus Heidelberg. Da hat unsere Ortsgruppe Rhein-Neckar ein bisschen gefeiert und uns ein Bild davon geschickt. Da seht ihr jetzt wahrscheinlich im Hintergrund, hoffe ich, die Bilder aus Heidelberg von unserer Ortsgruppe. Dann sparen wir uns das nämlich nachher auch im Ortsgruppenfunk. Nämlich gleich muss ich noch an eins denken vom Ortsgruppenfunk, der auch nicht zu kurz kommen sollte. Mich würde jetzt interessieren, wie ihr das Ganze empfindet. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie viel habt ihr euch gefühlt diese Woche? War das für euch überhaupt ein Unterschied oder gehört ihr zu denen, die sagten, ja, mir war das immer schon egal, ich habe immer schon in der Öffentlichkeit gekifft und mir wurscht oder so, ja. Aber selbst wenn ich mit solchen Leuten gesprochen habe, haben die am Ende doch irgendwie gesagt, naja, irgendwie ist doch klar, ist schon was anderes irgendwie, ja, dass man dann eben wirklich frei ist von dem Gedanken jetzt irgendwie, wenn es dumm läuft, zum Strafverfahren kommen kann. Ja, das braucht ja wirklich niemand. Ich bin jetzt auch am Überlegen, ja, wie ich anbaue auf dem Balkon. Ich habe auch einen Kleingarten und werde mal einen Samen in die Erde drücken, mache euch ein paar Fotos, berichte ein bisschen davon. Aber weil ich bin jetzt nicht der große Grow-Dude. Ich werde euch eher vormachen, welche Fehler man alles machen kann, ja, und ein bisschen was erzählen, was man jetzt nur darf, was man nicht darf. Aber auch das, ja, das Nachdenken, okay, welche Samen bestellst du jetzt und so. Ich habe nie gegrowt, irgendwie natürlich aus naheliegenden Gründen als Handverbandvorsitzender. Ja, musste das ja nicht sein, dass ich deswegen jetzt irgendwie ein Strafverfahren habe. Aber jetzt kann ich das eben machen, ja, und kann ganz entspannt darüber nachdenken. Und ja, auch das ist ein Punkt, wo ich das eben dann merke. Oder jetzt habe ich die Schuhe nicht ausgezogen. Jetzt wollte ich euch noch meine Hanfsocken in die Kamera halten, weil ich normal nur so Latschen anhabe. Aber Schuhe ziehe ich jetzt nicht aus, das dauert zu lange jetzt. Auch das, ja, irgendwie, man kann mit Klamotten rumlaufen. Wir haben auch mehr Absatz im DHV-Shop für Hanfklamotten, ja, 420-T-Shirt und so weiter, Sachen mit Hanfverbandsaufdruck. Feuerzeug, ja, DHV-Feuerzeug, wenn man mal vor der Polizei die Taschen ausräumen musste, warte ich, ja, oh, der hat ein Hanfverband-Feuerzeug, das ist bestimmt ein Verbrecher. Alles vorbei, Leute, alles kein Problem mehr. Und das merken wir eben an den Umsätzen. Auch die Grower-Zubehörleute merken das an den Umsätzen. Ja, die ganzen Samen, europäischen Samenhändler sind fast alle leer gekauft. Die ganzen Grower-Zubehörleute haben Schwierigkeiten, da irgendwie Nachschub noch zu kriegen. Alle sind am Bestellen, alle wollen anbauen. Und das ist auch gut so. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, die ich 1000 Mal gekriegt habe diese Woche. Wo soll denn jetzt das ganze Gras herkommen? Was ist mit dem Schwarzmarkt? Wird der nicht größer? Nein, der wird nicht größer, ja, weil alle selber anbauen jetzt. Der wird kleiner, der Schwarzmarkt, und es wird weniger giftiges Zeug geraucht, weniger Streckmittel und so weiter. Also schreibt mal rein in die Kommentare, wie ihr das erlebt habt. Ich will mich auch jetzt nochmal bedanken. Ja, und zwar nicht nur bei allen, die uns auf diesem Weg unterstützt haben, mich auch schon, bevor es den Handverband überhaupt gab. Ja, gab es auch schon Leute, die meine Arbeit in dem Zusammenhang unterstützt haben. Alle, die aktiv mitgemacht haben, ja, sind ja wirklich jetzt viele tausend Leute mittlerweile, die in irgendeiner Art und Weise sich aktiv an der ganzen Sache beteiligt haben. Als ich damit angefangen habe, waren eine Handvoll Leute mehr oder weniger, ja, und naja, bis auf die, die zumindest mit ihren Nachbarn mal drüber diskutiert haben, aber ja, die irgendwie sichtbar waren, ja, das waren wirklich wenig Leute Ende der 90er Jahre. Viel Berliner, aber ja, auch sonst nicht viel mehr. Und jetzt eine Riesenbewegung daraus entstanden. Also natürlich auch nochmal danke an alle, die irgendwie aktiv mitgemacht haben. Aber ich will mich jetzt auch mal bedanken bei allen, die einfach nur ihre Meinung geändert haben. Als ich angefangen habe, damit aktiv zu sagen, okay, ich will das Projekt jetzt mal wirklich ernsthaft angehen mit der Legalisierung, da hatten wir eine Zustimmung für eine Legalisierung unter 20%. Ja, vielleicht ein bisschen mehr als 10. Bei 80 Millionen Bundesbürgern waren das also vielleicht 10 Millionen Leute, die am Start waren. Und bei einer Mehrheit, die man erreichen will, sind es eben 40 Millionen. Das heißt, 30 Millionen Deutsche war das Projekt, ne, man will ja auch die Mehrheit hinter sich haben, überzeugen von Legalisierung. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, bei dem das geklappt hat. Ja, bei jedem Gespräch, weil ich geführt habe, was tausend andere Leute geführt haben und immer wieder überzeugt haben, immer wieder in Medien gewesen sind, Demos organisiert haben, was weiß ich. Aber eben auch die Leute, die dafür empfänglich waren, die irgendwann gesagt haben, ja, okay, ja, also ich, ist mir eigentlich wurscht, aber ich habe auch nichts dagegen. Ja, ich finde das jetzt nicht wichtig, dass die Leute jetzt verfolgt werden hier. Weil nur durch dieses gesellschaftliche, durch diesen Klimawandel sozusagen, ist das Ganze überhaupt möglich geworden. Ja, wenn es immer noch so wäre wie in den 90ern, dass eben 90% der Leute dagegen sind, wäre das auch heute nicht passiert. Ja, auch mit
zigtausend Aktivisten, ja, die überall rumlaufen und Demos machen und so weiter. Ja, wenn wir 90% der Leute immer noch gegen uns gehabt hätten, wäre das nicht passiert. Ist natürlich auch eine Generationenfrage, ne? Vielleicht haben wir nicht ganz 30 Millionen überzeugt, sondern sind einfach auch ein paar Millionen weggestorben und dazugekommen von jüngeren Generationen, die eben sowieso aufgeschlossener sind. Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Effekt. Aber auch bei älteren Leuten ist ja viel passiert durch Cannabis als Medizin. Ja, und jeder, der nicht mehr dieser Meinung ist, dass Menschen, die Hanf rauchen, verfolgt werden sollten vom Staat, dass das Straftäter sind, hat irgendwie auch einen Beitrag dazu geleistet, dass das jetzt möglich ist. Und insofern ja auch nochmal Danke an alle Nachbarn, die jetzt in der neuen Situation das akzeptieren, wenn vielleicht mal aus irgendeiner Wohnung jetzt auch mal ein bisschen Hanfgeruch rauskommt, anstatt nur Tabakgeruch, den man auch irgendwie akzeptiert. Ja, auch wenn man das vielleicht nicht schön findet, irgendwie den Geruch, da gibt es ja viele, die mögen das auch nicht so unbedingt, aber die mögen in der Regel auch keinen Tabakgeruch. Ja. Und die akzeptieren das trotzdem, wenn sie irgendwo in der Öffentlichkeit mal an jemanden vorbeigehen, der eine Zigarette raucht. Und die das eben jetzt auch akzeptieren, wenn sie in der Öffentlichkeit irgendwo vorbeigehen, wenn jemand Gras raucht. Ja, und da nicht ein riesen Theater draus machen und denken, da müssen wir jetzt die Verbrecher hier jagen, sondern sagen, okay, die tun mir ja nichts, ja, sind ja harmlose Leute. Und das gehört eben auch dazu. Ja, und das ist einfach eine riesige Veränderung, die wir erlebt haben in der Zeit. Wunderbar. Ja, also toll. Auch wenn wir natürlich noch nicht alles erreicht haben, muss ich auch mal sagen, ja, sonst sagen die wieder, der feiert jetzt da nur noch irgendwie und der kämpft gar nicht mehr, bla bla bla. Ich feiere tatsächlich, ja, aber natürlich sind wir noch nicht am Ende, wir haben noch viel zu tun. Das muss ich natürlich auch dazu sagen, ja, bevor jetzt alle ja, da anfangen, sich zu beschweren. Ja, vielleicht auch nochmal der Hinweis, ja, ihr müsst jetzt auch nicht unbedingt provozieren. Das kam auch oft auch die Bitte, ich soll das nochmal sagen, ja, dass jetzt nicht irgendwie total provokant irgendwie tierisch rumgestunken werden soll überall. Ja, oder dass nicht Polizisten eingenebelt werden sollen, ja, wenn die da keinen Bock drauf haben. Ich habe ja auch ein paar Mal gesagt, ihr dürft ihr in euer Gras unter die Nase halten. Natürlich aber dann eher im netten Gespräch, ja, von wegen, ey Dude, ne, cool, wir sind jetzt wieder Freunde. Und vielleicht habt ihr da einen Polizisten, der das witzig findet. Aber wenn ihr einen habt, der das nicht witzig findet, lasst ihn halt in Ruhe. Ja, das muss ja nicht sein. Genau wie mit den Nachbarn. Ihr müsst euch nicht die allerkrass stinkigste Sorte aussuchen, die ihr dann auf dem Balkon stellt oder so. Ja, das muss ja nicht sein. Ja, aber andererseits, ne, ein bisschen Duft werden die meisten Nachbarn jetzt eben auch aushalten. Und ja, irgendwie auch aushalten müssen, da wir da natürlich jetzt auch gewisse Rechte haben. Ja. Jetzt ziehe ich, glaube ich, nochmal, ne? Ist ganz cool, so kann ich auch immer diese Denkpausen kaschieren, ja, prima. Nächstes Thema, Woche 1 nach Cannabisgesetz. Da sind natürlich jetzt ein Haufen Nachrichten schon aufgeschlagen, ja, es gibt natürlich keine dollen Statistiken jetzt von wegen so und so viel Prozent mehr Konsumenten und so viel Prozent mehr Verkehrskontrollen und so. Ja, das sind natürlich Fragen, die man sich stellt, aber die kann man noch nicht so richtig beantworten. Es gibt Ankündigungen von vielen Polizeikontrollen, Verkehrskontrollen und so. Die gab es ja die ganze Zeit schon, ja, dass das passieren wird, irgendwie dann nach der Freigabe der angeblichen. Und es gilt ja auch immer noch der 1-Nanogramm-Grenzwert. Insofern haben natürlich viele Konsumenten davor jetzt Angst. Und gab auch ein paar Berichte über irgendwelche Kontrollen, aber die gibt es ja auch immer mal. Ja, das, so Großkontrollen gibt es immer mal. Das ist jetzt auch bis jetzt jedenfalls nicht so, dass in ganz Deutschland jetzt nur noch irgendwie Straßenverkehrskontrollen irgendwie stattfinden. Den Eindruck habe ich nicht, die Nachrichten kommen nicht rein. Dafür aber ein paar interessante sonstige Fragen, ja, wo man richtig merkt, die Gesellschaft ruckelt sich darauf ein. Ja, es gibt alle möglichen Detailfragen noch zu klären, ja, die noch nie aufgetaucht sind. Zum Beispiel zwei Sachen aus den Berliner Medien. Das eine, wo die Berliner Polizei ihre eigenen Mitarbeiter wohl informiert hat, dass sie nicht im Dienstbüro Cannabis anbauen dürfen. Ja, also offensichtlich ist die Nachfrage bei der Berliner Polizei, bei den Angestellten in den Büros irgendwie so groß, ne, ob sie jetzt da anbauen dürfen, dass das nochmal klargestellt werden musste offiziell und in die Medien gefunden hat, diese Mitarbeiterinformation, also sie dürfte jetzt nicht im Büro anbauen. Ne? Naja, interessant. Wobei sowieso niemand im Büro anbauen darf, weil das ja nur in der Wohnung sein darf. Dann zum Beispiel die Frage, Legalisierung von Cannabis-Kiffen bleibt in Berliner Freibädern verboten. Ja, also in Freibädern darf weiterhin nicht konsumiert werden. Das ist zum Beispiel so eine Information, eine Frage, die sich natürlich in dem ganzen Winter, jetzt während wir diese ganzen Details des Gesetzes da irgendwie gewälzt haben, noch nie aufgetaucht ist, ja, im November, Dezember, Januar, ob man im Freibad kiffen darf jetzt demnächst. Aber es ist eine Sportstätte und deswegen darf da nicht konsumiert werden. Boah, okay, ich denke, da kann man irgendwie mit leben. Das ist jetzt nicht so ein Drama. Fragt man sich nur, warum man da Tabak
konsumieren darf. Dann aus Bayern kommt ein bisschen was. Ja, und Business-Nachrichten. Ja, genau, da wollte ich noch mal was zu sagen. Also es gibt jetzt schon erstaunlich forsche Ansätze von Business-Geschichten, wo Leute Samen und Stecklinge insbesondere verkaufen in Deutschland als deutsche Unternehmen, wo ja das Gesetz tatsächlich relativ unklar ist aber an der Stelle. Ja, wo das Gesetz selber nur ausdrücklich sagt, man darf Stecklinge Samen im EU-Ausland bestellen, aber nicht sagt, man darf die auch in Deutschland kaufen oder verkaufen. Und sie sagen, man darf Samen und Stecklinge demnächst in den Anbauclubs kaufen, auch als Nichtmitglied. Aber da steht nicht, dass deutsche Händler das verkaufen dürfen oder dass man das in deutschen Shops verkaufen darf. Das ist aber auch nicht so richtig verboten. Das verliert sich dann irgendwo zwischen diesen Definitionen von Steckling, Jungpflanze, Cannabis und so weiter und so fort. Ja, man kann das auch so interpretieren, dass man sagt, nee, das ist ganz klar erlaubt, weil das nicht verboten ist. Das Gesetz hat es einfach irgendwie nicht geregelt gekriegt, das richtig zu verbieten. Ob das Absicht ist oder nicht, weiß keiner so genau. Ja, weil konkret genannt ist ja dann der Import aus dem Ausland. Wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es erste Leute, die das jetzt ausprobieren wollen, ja, und wissen wollen, ob sie jetzt ein Strafverfahren kriegen oder nicht, die eben jetzt auch in Deutschland schon Stecklinge verkaufen und Samen als Unternehmer und eben nicht als Verein. Das gleiche nochmal beim Medizinbusiness, ja, wo auch jetzt unheimlich schnell gegangen ist, dass Wahnsinnsangebote kommen, irgendwie, was weiß ich, 4,20 € für irgendein Rezept vom Arzt oder so, Tele-Online-Medizin, bla. Und das scheinbar auch relativ viele Leute jetzt machen, weil eben auch Cannabis kein BTM-Rezept mehr ist, ja, als Medizin verschrieben und das wohl dann alles ein bisschen easier ist und einfacher ist. Aber natürlich auch irgendwie dann wiederum Ressortiments wecken könnte. Ja, das ist schon, kann man so oder so sehen, ob das jetzt eine gute Entwicklung ist oder nicht. Erleichtert natürlich die Frage Zugang erstmal, ne, für, ja, weil da ist halt legale Ware da, die sonst jetzt erstmal nicht da ist. Aber trotzdem ist das natürlich für die Konsumenten, für die Patienten teilweise auch ein bisschen bedrohliche Entwicklung, weil die ja bisher doch durchgesetzt haben, dass sie wirklich krank sind, ja, und dass sie wirklich Symptome und Krankheiten haben irgendwie, wo Cannabis ernsthaft als Medizin hilft. Und das dann natürlich dann auch in der Auseinandersetzung mit der Krankenkasse wichtig ist und mit der sonstigen überhaupt eine ernsthafte Behandlung eben für eine ernsthafte Krankheit und so weiter. Und das könnte dann jetzt eben konterkariert werden, auf insbesondere auf was den Führerscheinstatus angeht, ja, dass dann auf irgendwann die Behörden sagen, ja, das sind ja jetzt alles Kiffer, die jetzt hier irgendwie sich Rezepte besorgen oder so. Mal sehen, wie das weitergeht. Das könnte auch zu Lieferengpässen in den Apotheken kommen, jedenfalls so die Befürchtung. Ja, mal sehen, wie schnell da jetzt nachproduziert wird. Aber das zeigt eben auch nochmal alles, dass wir die zweite Säule brauchen. Da komme ich gleich nochmal zu. Ja, da hat man wirklich eben genauso wie im Medizinbusiness da eben auch eine legale Produktion kommerziell mal an den Start kriegt, dass diese Modellversuche zumindest regional noch kommen, dass wir auch da mal reinkommen irgendwie, dass es eine legale Produktion gibt außerhalb von medizinischen Reinräumen und eben auch einen legalen Verkauf in Fachgeschäften. Ja, da ist der Businessdruck von allen Seiten jetzt relativ groß. Und dann nochmal ein Punkt zu dieser Amnestie-Geschichte da, wo jetzt aus Bayern Nachrichten kamen, dass in Mainfranken jetzt Häftlinge entlassen werden, ja, wo noch die Bild-Zeitung früher gesagt hat, irgendwie, jetzt müssen massenhaft Dealer irgendwie aus dem Knast entlassen werden, irgendwie, die werden irgendwie jetzt wieder auf die Straße strömen und ein Riesendrama. Und da sind jetzt zwei Entlassungen tatsächlich in einer JVA in Bayern passiert. Und in Schweinfurt gab es keine Entlassung im Knast, aber Strafantritte wurden nicht angetreten. Mussten nicht angetreten werden, weil das eben dann offensichtlich Gefängnisstrafen waren für Kleinigkeiten, ja, wo es irgendwie nur unter 25 Gramm Cannabis ging. Und die sollten in Bayern in den Knast, da ist ja Bayern und jetzt müssen sie halt nicht mehr in den Knast. Aber jedenfalls keine Massen von Leuten, die da jetzt irgendwie entlassen werden, wie das ja mal an die Wand gemalt worden ist. Dazu habe ich auch nochmal in die Verlinkung da gepackt, in die Videobeschreibungsdings da. So ein Link über Amerika, Massachusetts, so ein schreckliches Wort, wo die auch jetzt wieder 66.000 Cannabis-Verurteilungen da irgendwie versiegelt haben, gelöscht haben und die dann in den Akten nicht mehr auftauchen, ja, wo das wirklich ein Massenverfahren ist, was von oben geregelt wird und da ist eine eigene kleine Kommission für eingerichtet worden, die hat jetzt mal alles durchfilzt.
Und insgesamt haben also ein paar Staaten, 5, 6 andere Staaten, insgesamt 100.000 Begnadigungen mit Kleinkram-Cannabis-Sachen irgendwie durchgezogen. Wo man sieht, die machen das wirklich in großem Stil und da gibt es überhaupt keine Diskussion drum wie hier, ne, wo man dachte, die ganze Justiz bricht jetzt zusammen, irgendwie, wenn das Gesetz jetzt schon zum 1.4. in Kraft tritt. Und dann entlassen die 2 Leute aus dem Knast und in Amerika sind es dann immer gleich hunderttausende Fälle. Das wird bei uns zwar im Bundeszentralregister theoretisch auch passieren, aber ich glaube, da muss man selber einen Antrag stellen. Ne? Dann sagen, hier, ich will da jetzt meinen Kram da gelöscht kriegen. Das machen die auch nicht von alleine. Glaube ich jedenfalls, musst du mal nachgucken. Auf jeden Fall würde das nur lange dauern und die können das nicht per Knopfdruck machen. Ja? Und hier, ich habe die Nachricht von Normal, die haben da so ein schönes Artikelbild dazu. Delete-Knopf, ja, einfach, da werden jetzt einfach die Fälle gelöscht. Aber bei uns ist ja nichts mit Delete-Knopf, sondern Papierkram. Ja, da kann man nicht einfach mal eben sagen, hier, lieber Computer, mach mir mal die ganzen Fälle da weg, gelöscht. Sondern muss man halt über einen Papierkram so nachgucken. Und deswegen ist das bei uns so ein Drama. Nochmal Bayern. Die Bayern haben einen Bußgeldkatalog rausgetan, weil im Cannabis-Gesetz bei den Ordnungswidrigkeiten ja nur steht, ja, Bußgeld bis 30.000 Euro. Einfach mal so reingeschmissen in den Ring. Während natürlich zum Beispiel der Bußgeld-Fahrkatalog für den Straßenverkehr total klein ziseliert irgendwie ausfutzelt irgendwie, welche paar hundert Euro man für welches Vergehen zahlen muss. Und zwar meistens dreistellig, paar hundert Euro tatsächlich. Und im Cannabis-Gesetz steht einfach bis 30.000 Euro. Bäm. Wir haben das ja noch runtergehandelt. Die wollten ja erst 100.000. Ja, dann haben wir gesagt, 100.000 ist viel zu viel, seid ihr verrückt? Dann haben sie gesagt, ja, nee, dann 30. Und jetzt hat Bayern dazu tatsächlich einen Bußgeldkatalog nachgeliefert und hat eben jetzt auch mal ausziseliert da, ja. Und das ist ganz interessant, was die denn da haben wollen von euch. Und zwar haben wir da erstmal bei einer Überschreitung der Obergrenzen. Da ist ja auch noch, bevor eine Straftat wird, ein Bereich Ordnungswidrigkeit eingezogen. Und das ist in der Öffentlichkeit, sind ja 25 Gramm erlaubt, vollkommen legal. Und bis 30 Gramm ist es dann eine Ordnungswidrigkeit und erst über 30 ist es eine Straftat. Und Bayern hat eben jetzt diesen Ordnungswidrigkeitenbereich einmal durchdekliniert und für die Überschreitung der 25 Gramm bis 30 muss man 500 bis 1000 Euro bezahlen, Bußgeld. Also bei 26 Gramm in der Öffentlichkeit bis 29. Zu Hause ist das gleiche zwischen 50 und 60 Gramm und die gleiche Strafe, 500 bis 1000 Euro. Dann habe ich mal noch rausgeguckt, diese Konsumabstände, weil das dürfte in der Öffentlichkeit ja am allermeisten relevant sein. Ja, die laufen jetzt nicht furchtbar viele Leute mit 26 Gramm durch die Gegend. Aber Konsum im Abstand von Sichtweite von irgendwelchen Gebäuden, wo man gar nicht weiß, dass das jetzt irgendeine Jugendeinrichtung ist oder so, das wird sicherlich häufiger vorkommen in Bayern. Also weiß nicht, ob woanders auch, aber in Bayern ganz bestimmt, weil Bayern hat ja Drollkommando schon rausgeschickt. Und will jetzt das Ganze fürchterlich streng handhaben. Und wer in unmittelbarer Nähe von Kindern konsumiert, zahlt 1.000 Euro. Wer im Abstand von eben Sichtweite und höchstens 100 Meter von Schulen, Kindergärten, bla 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 konsumiert, zahlt 500 Euro. Und wer auf militärischem Gelände konsumiert, zahlt 300 Euro. Ja, also ein Soldat, der in der Kaserne kifft, muss weniger zahlen als jemand, der nachts um 2:30 in 99 Meter Abstand von einer Schule konsumiert. Das fand ich ein ganz neckisches Detail irgendwie. Und aber auch hier seht ihr, ja, die bleiben immerhin bei diesen ganzen Sachen unter 1.000 Euro Bußgeld, ja, und nicht 30.000. Das ist schon mal einigermaßen beruhigend, obwohl das immer noch viel zu viel ist, meiner Meinung nach. Und überhaupt diese ganzen Strafen eigentlich, das ist ja eigentlich auch kein Vergehen, worum es da geht. Und es gibt aber ein paar andere Sachen, zum Beispiel Einfuhr von Cannabis-Samen oder so, wo die 30.000 ausgeschöpft werden. Ja, dann, wo dann da sowas steht wie 100 Euro bis 30.000, ja, wo man genauso immer noch irgendwie völlig in der Luft hängt, was denn dabei rauskommt, irgendwie, wie das auch nach Cannabis-Gesetz sowieso schon ist. Ja, so viel zum bayerischen Bußgeldkatalog. Und dann wollte ich noch mal was sagen zu der ganzen Führerscheinfrage. Das ist natürlich die Sache, die den meisten Leuten unter Nägeln brennt und wo wir auch viel Kritik kriegen, dass wir jetzt nicht sofort wieder eine tierische Schlacht anfangen um einen höheren Grenzwert, wo ich letztes Mal auch schon einiges zu gesagt habe. Könnt ihr euch noch mal angucken, was ich nüchtern dazu gesagt habe. Auf jeden Fall wird da nichts passieren, was eine Erhöhung angeht. Wir werden natürlich noch mal sagen, in der Stellungnahme,
wir hätten gerne einen höheren Grenzwert. Ja, das ist der Grenzwert, den ihr euch ausgesucht habt, parallel zur 0,2 Promille und nicht zur 0,5. Ja, das wäre eine gerechte Angleichung der Situation und nicht bei 3,5 Nanogramm. Trotzdem ist das politisch besser, wenn es jetzt kommt, als wenn wir das jetzt noch mal ein Jahr lang diskutieren, weil 3,5 wirklich ein Riesenfortschritt zu 1 ist. Und ich glaube, dass viele das unterschätzen, dass viele jetzt gerade denken, aber über 3,5 sind wir doch auch alle, sobald wir regelmäßige Konsumenten sind. Und das bringt uns ja gar nichts mit der ganzen Entkriminalisierung. Ja? Und jetzt sind auch noch mehr Kontrollen und ich bin am Arsch. Also ich glaube, dass viel mehr Leute unter 3,5 Nanogramm sind, als sie denken, wenn sie eben nicht am gleichen Tag vor Fahrtantritt konsumieren, sondern eben am Tag davor. Auch regelmäßige Konsumenten sind häufig dann unter 3,5 Nanogramm. Ein regelmäßiger Konsument, die meisten davon sind Feierabendkonsumenten und nicht von morgens bis abends Konsumenten. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ja, wie viel Gramm man dann irgendwie am Tag wegballert. Aber eben zumindest die regelmäßigen Feierabendkonsumenten haben da ganz gute Chancen. Da werden wir sicherlich auch nochmal Untersuchungen zu brauchen, wie viel das genau sind, ja, und wie viel dann trotzdem noch nüchtern reingeraten in die ganze Mühle. Die wird es sicherlich geben, ja, deswegen ist eben kein perfekter Grenzwert, das ist ganz klar. Ist bei Alkohol aber auch so. Ja, auch bei Alkohol gibt es Leute, die mit 0,6 Promille oder 7 vollkommen unbeeinträchtigt sind, weil sie halt das gewöhnt sind. Und dazu kommt ja der Plan, dass das Ganze jetzt umgestellt werden soll mit den Schnelltests auf Speichel, wo eben auch nur ein gewisser Abstand zum Konsum bei rauskommen soll. Und da ist auch ein Punkt, wo wir ansetzen werden. Es ist jetzt nicht so, dass wir beim Thema Führerschein gar nichts machen. Da komme ich gleich nochmal zu beim Ausblick, was jetzt nochmal als nächstes passiert. Aber ein vernünftiger Speichelschnelltest, der einen richtigen Cut-Off-Wert hat, plus 3,5, wird einen sehr großen Teil der jetzigen Problemfälle safe stellen. Ja, und das kann relativ schnell gehen, während wir null Verbündete haben beim Thema höhere Grenzwerte oder ja jedenfalls keine Mächtigen. Ja, jedenfalls keine mit dem, ne, das ist halt ein aussichtsloser Kampf im Moment, bin ich mir ziemlich sicher. Und im internationalen Vergleich ist es auch gar nicht so streng, wie teilweise jetzt rübergebracht wird. Wir haben zum Beispiel bei den US-Staaten, habe ich heute nochmal gelesen, einige Beispiele, die auch eine Nulltoleranz haben, ja, gar kein THC. Sobald da irgendwie ein Fitzel THC gefunden wird, ist das sofort irgendwie ein Vergehen, ein Verkehrsverstoß. Dann gibt es welche, die haben Grenzwerte, sind auch gar nicht so viele interessanterweise. Und die sind ganz unterschiedlich. Also da sind welche bei, die einen deutlich höheren Grenzwert haben, 10 Nanogramm, umgerechnet auf Blutserum, auf deutsche Verhältnisse. Es gibt aber auch welche, die drunter liegen, die nur 2 Nanogramm statt 3,5 haben. Und insofern ist das jetzt auch nicht so, dass Deutschland mit den 3,5 Nanogramm irgendwie noch fürchterlich tief liegt, sondern eben ja, so langsam irgendwie im normalen Bereich oder in den Durchschnittswert international sich annähert, sage ich mal zumindest. Letztes Beispiel Kanada. Da haben wir 2 Grenzwerte, 4 Nanogramm und 10 Nanogramm, umgerechnet auf deutsche Rechenweise mit dem Blutserum. Also die 4 Nanogramm sind von den 3,5 nicht sehr weit entfernt. Das ist schon fast der kanadische Wert. Und jetzt sagen wir, aber die haben auch noch 10 Nanogramm. Aber da sage ich mal, guck mal nach, was die jetzt für Strafen ansagen bei 10 Nanogramm. Das ist von Gefängnisstrafen die Rede. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Bloß weil man irgendeinen Wert überschreitet. Den wollen wir gar nicht haben. Den wollt ihr auch nicht haben, 10 Nanogramm Grenzwert aus Kanada. Ja, von wegen, macht das wie Kanada. Das war mein erster Gedanke auch. Ja, wenn sie sich nicht einigen können, sollen sie das einfach machen wie Kanada. Das sind auch nicht furchtbar viele Unfälle. Aber ich will jetzt nicht unbedingt Leute in den Knast schicken, weil die über 10 Nanogramm vielleicht ja, irgendwie unterwegs waren. Sondern dann ist meinetwegen eine Strafe angesagt, wie das verkehrsmäßig eben bei Alkohol auch ist. Aber die Folgen, die da ansagen, muss jetzt auch nicht sein. Das nochmal ein bisschen zur Einordnung irgendwie, ne, für die Leute, die sich aufregen. Noch ein Punkt, genau, eigene Schnelltests. Das ist natürlich auch wichtig. Da werden wir auch dranbleiben, wenn wir auch nochmal zu informieren, welchen Cut-Off-Wert sollen denn diese staatlichen Schnelltests haben, die Speicheltests, mit denen die Polizei arbeitet und wo kriegt man die als Konsument, um das selber mal auszuprobieren? Weil das verstehe ich ja auch, dass viele unsicher sind. Ja? Das mag ja sein, dass man irgendwie am nächsten Tag unter 3,5 Nanogramm ist, aber man weiß es ja nicht. Ja? Woher soll man das denn wissen, wenn man irgendwie noch nie die Situation hatte? Ja, und fühlt sich dann trotzdem, trotz Legalisierung, weiter unsicher jeden Tag irgendwie im Auto, obwohl man vollkommen nüchtern ist und nicht vor der Fahrt geraucht hat. Und dafür wäre natürlich auch nochmal ein Riesenfortschritt, wenn man selber sich diese Speicheltests besorgen kann zum einigermaßen vernünftigen Preis und zumindest mal so eine kleine Testreihe machen kann, ja, damit man weiß, okay, wie lange
schlagen die denn überhaupt an nach dem letzten Konsum? Bei meinem Konsummuster irgendwie standardmäßig. Oder auch direkt vor der Fahrt selber nochmal testen irgendwie und dann weiß man, ob man auf der sicheren Seite ist oder nicht. Also das ganze Paket, was da jetzt angekündigt worden ist, ist jetzt nicht nur schlecht. Und gleich sage ich noch mehr dazu bei dem, was jetzt eben noch weiter kommt. Ah ja, was kommt als nächstes? Ja, ist das nächste, was passiert? Ich rauche jetzt nicht nochmal hier an dem Pfeifendings, weil ich sonst wird, glaube ich, echt zäh hier mit mir. Also, erst nochmal THC-Frage, Führerschein und so weiter. Was wir jetzt nicht machen werden, wie ich schon gesagt habe, ist eine riesige Kampagne, wie wir die zuletzt im Bundestag und Bundesrat gefahren haben, mit E-Mail und alles Mögliche veranstalten und Demos und so weiter für einen höheren Grenzwert. Aber eine Stellungnahme dazu will ich bis Ende nächster Woche raus haben an Verkehrsminister und den Verkehrsausschuss zu ein paar Punkten. Da werde ich natürlich reinschreiben, dass der THC-Grenzwert zu gering ist, dass der höher sein sollte. Ja, und dass die Leute das schon durchaus gelesen haben, dass jetzt die nur einen THC-Grenzwert kriegen, den die Fachleute für äquivalent zu 0,2 Promille angesagt haben. Ja, dass das nicht gut ankommt, werde ich denen schon sagen. Und dass das auch kein Problem ist, wenn man 7 Nanogramm nimmt oder was. Aber wo wir, glaube ich, viel bessere Chancen haben, dass noch was passiert, ist erstens, in diesem Gutachten steht drin, dass 1 Nanogramm abgezogen worden ist für den Faktor, dass nicht direkt bei der Verkehrskontrolle Blut abgezogen wird, sondern die Leute erst zu irgendeinem Arzt gebracht werden, wo dann irgendwann die Blutprobe erfolgt, eine Stunde später vielleicht, nach der Verkehrsüberprüfung da. Und derzeit hat man halt THC abgebaut, deswegen wird 1 Nanogramm abgezogen. Wenn jetzt aber bei Großkontrollen Ärzte direkt vor Ort sind und sofort bei der Verkehrskontrolle Blut abgezogen wird, dann müsste ja logischerweise dieses 1 Nanogramm wieder draufgeschlagen werden und zumindest für die Situation dann 4,5 Nanogramm gelten. Das werden wir einbringen, ja, und das, glaube ich, ist ein Punkt, wo vielleicht nochmal was geht, weil eben diese Kommission das ja selber ins Spiel gebracht hat, ja, dass das eben ein Faktor ist. Und ohne diesen Verzögerungsfaktor eben auch dieser Wert Blödsinn wäre. Der zweite Punkt ist der, wo genau der Cut-Off-Wert der Speicheltests ist, wo wir natürlich dafür plädieren, dass die nicht 12 Stunden zurückgucken, diese Speicheltests, sondern möglichst nur 5 bis 8 Stunden. Die Studien sind sich alle einig, dass viel entscheidender als der THC-Grenzwert im Blut die Frage ist, wie lang ist der Konsum her? Also 5 Stunden nach inhaliertem Konsum sind die Leute wieder fahrtüchtig. Ja, und das heißt, wenn der Test jetzt meinetwegen bis 8 Stunden höchstens irgendwie zurückguckt, sind die Leute alle safe, ja, die fahren sicher. Und gleichzeitig ist das genug Zeit, wenn man abends konsumiert hat, drüber geschlafen hat, am nächsten Tag irgendwann nach dem Frühstück irgendwie ins Auto steigt und zur Arbeit fährt, dass man nicht mehr positiv anschlägt beim Speicheltest. Das kommt eben darauf an, wo der Cut-Off-Wert dieser Speicheltests liegt. Ja, ob die jetzt sagen, irgendwie, weiß ich, so und so viel Nanogramm THC im Speichel, das messen wir noch oder das gilt als positiv oder nicht positiv. Da werden wir eben nochmal den Impuls reinbringen, zu sagen, Leute, wäre ganz gut, wenn man nur 8 Stunden zurückguckt. Weil bei 12 Stunden ist natürlich, wird für viele dann schon eng. Ja, wenn die meinetwegen um 10 zuletzt konsumiert haben und dann sind die um 10 aber schon längst bei der Arbeit oder so. Ne? Dann, obwohl die eben schon seit zig Stunden wieder fahrtüchtig sind, da wird dann noch der Test positiv anschlagen, dann werden die zur Blutprobe geschleppt und dann ist eben die Frage, sind das jetzt mehr oder weniger als 3,5 Nanogramm? Ja, so viel zum THC-Thema. Ach so, ja, letzte Frage nochmal, die ich da noch mit einbringen werde, ist die, das habe ich aber letzte Woche auch schon erklärt, weil gesagt wird, da soll eine Null-Toleranz-Wert geben, THC-mäßig bei Alkohol. Also 0 Promille für Alkoholkonsumenten. Und aber nicht klar definiert ist, was ist denn ein Cannabiskonsument, der eben keinen Alkohol trinken darf dann? Ist das einer, der einen Clubausweis dabei hat, aber 0 THC im Blut? Ist das einer, der 2 oder 3 Nanogramm hat, unter dem Grenzwert ist und gleichzeitig aber Alkohol im Blut? Das wäre dann schon irgendwie einigermaßen zeitnaher Mischkonsum. Oder ist das einer, der Abbauprodukte im Blut hat, die relativ lange nachweisbar sind, der seit einer Woche wieder vielleicht schon gar kein Cannabis mehr konsumiert hat, aber trotzdem ein Cannabiskonsument ist, soll der dann auch irgendwie 0 Promille Alkohol einhalten? Da würde ich dafür plädieren, dann, wenn, also Mischkonsum, meinetwegen, ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen, wenn beides so knapp unter der Grenze ist, 0,4 Alkohol und 0,3 Nanogramm THC oder so, da wird man nichts groß gegen sagen können, nehme ich mal an, dass das nicht optimal ist. Aber eben nicht bei Leuten, die
gar kein relevantes THC mehr im Blut haben. So, Bayern hat auch Widerstand angekündigt, klar, gegen den höheren Grenzwert, dort auch noch kurz erwähnt, ja, die haben gesagt, das wäre aber doch wohl zustimmungspflichtig im Bundesrat, weil das so eine weitreichende Entscheidung ist mit dem THC-Grenzwert. Und ja, das ist Blödsinn. Ja, also die haben ja die Mehrheit im Bundesrat. Na, wenn das ein zustimmungspflichtiges Gesetz wäre, dann könnten die den Grenzwert verhindern, ja, wäre eine Katastrophe. Aber das ist Quatsch. Also es geht nicht danach, irgendwie, ob irgendwas furchtbar relevant ist oder nicht, ob das jetzt zustimmungspflichtig ist oder nicht. Das sind ganz klare verfassungsmäßige Kriterien, wann das zustimmungspflichtig ist. Und irgendwie dolle wichtig, ja, steht da jetzt nicht drin. Also damit werden die wohl kaum durchkommen. Jedenfalls habe ich das noch keinen ernsthaften Juristen sagen hören, dass das zustimmungspflichtig ist. Außerdem werden wir natürlich, ne, von wegen, was kommt als nächstes, ist die Überschrift hier, weiter die Säule 2 einfordern. Habe ich jetzt diese Woche auch wieder viele Interviews auch wieder gehabt und immer wieder gebracht, ne, so, was fehlt jetzt noch? Na, Säule 2, Fachgeschäfte fehlen. Zumal alle auch immer fragen, wo kommt das Gas denn her? Ja, wo ich sage, ja klar, jetzt halt Schwarzmarkt. Ne? Ist trotzdem legal, mein Hasch hier, ja, egal, wo das herkommt. Aber wäre natürlich schön, wenn man irgendwie eine vernünftige, verlässliche Quelle hat, wo man wüsste, was das ist, dass das nicht gestreckt ist, dass das irgendwie sauber ist und so weiter. Gibt es halt noch nicht, außer Eigenanbau. Und da gibt es ja auch noch nicht. Ja, da fangen jetzt viele gerade erst an und haben dann in ein paar Monaten was. Naja, wie auch immer, wir brauchen Fachgeschäfte. Ja, also das ist ja auch eigentlich unsere Mission immer gewesen. Legalisierung von Cannabis, und Legalisierung von Cannabis heißt, ich darf das verkaufen und kaufen. Produkt, was ich nicht verkaufen darf, ist nicht legal. Legalisierung heißt, einen legalen Rahmen diesem Markt geben und nicht einfach Schwarzmarkt sein lassen. Qualitätskontrollen, Steuern zahlen, alles, was dazugehört. Das ist Säule 2, zumindest im Einstieg. Und deswegen wollen wir das noch haben und habe schön viele Zitate gestreut, irgendwie auch weltweit, aber auch deutschlandweit irgendwie von wegen, ja, jetzt Säule 2. Und wir sind nicht der Einzige. Auch die drogenpolitischen Sprecher haben das schon alle gesagt jetzt, ne, so komm, Lauterbach, wie ist es, ne, zeig jetzt mal dein Konzept her mit für Säule 2. Und auch der Bundesdrogenbeauftragte Blinert hat Säule 2 gefordert. Also, da könnte was gehen. Ja, das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, da wollen wir noch was sehen von Lauterbach dieses Jahr. Das soll noch in die Gänge kommen, weil was nach der Bundestagswahl nächstes Jahr passiert, ne, das will ich mir nicht ausmalen jetzt. Deswegen, und weil es Fachgeschäfte geben sollte, solltet ihr auch den Handverband weiter unterstützen. Das machen auch viele, ja, wir haben jetzt nicht irgendwie massig Austritte, weil die sagen, ja, jetzt haben wir ja tolles Cannabis-Gesetz, jetzt brauchen wir euch nicht mehr, sondern eher mehr Zulauf jetzt wieder, ne, weil man eben auch sieht, okay, da ist noch ganz schön viel zu tun im Detail und außerdem Fachgeschäfte und deswegen jetzt Handverband unterstützen. Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox. Und wo wir gerade dabei sind, was wir jetzt noch tun wollen. Ein Brief an den Bundeskleingartenverband habe ich auch relativ weit oben auf meiner To-Do-Liste, weil die mehrfach jetzt schon gesagt haben, man darf im Kleingarten kein Cannabis anbauen nach diesem Cannabis-Gesetz. Und das stimmt einfach nicht. Der Kleingarten gehört mit zur Definition von Wohnung. Das stand auch irgendwann mal hinten im Kleingedruckt in diesem ganzen Erklärbär-Text da mit drin, der ja beim Kabinettsentwurf noch dabei war. Und diese Kommentierung vom Gesetz ist auch mal wichtig bei der Interpretation. Und da werde ich den Kollegas mal schreiben von dem anderen Verband. Leute, man darf in euren Kleingarten schon anbauen. Ja? Das interessiert viele natürlich. Auch die Vereine vor Ort interessiert das häufig, ne, was jetzt da los ist. Ich bin selber in so einem Kleingartenverein, bin selber Kleingärtner und will selber einen von meinen 2 oder 3 Samen in meinem Garten in die Erde stopfen. Ja, und deswegen will ich denen das schreiben. Und außerdem, Gerichtsverfahren werden wir natürlich jetzt langsam mal uns einen Überblick verschaffen, zusammen mit dem Anwalt. Eine schöne abschließende Liste, ein bisschen Brainstorming, was alles klagefähig ist.
Ich meine, viele Sachen habe ich natürlich schon im Kopf, aber jetzt noch nicht irgendwie systematisch mit dem Anwalt zusammen irgendwie auf eine To-Do-Liste geschrieben. Es sind noch nicht viele, die man von vornherein angreifen kann. Ja, das geht ja nur bei Sachen, wo das Gesetz jetzt verfassungswidrig ist, möglicherweise, oder gegen EU-Recht verstößt. Dazu fallen mir zwei Fragen ein, aber eben nicht mehr. Der Rest wird Interpretationsfrage sein des Cannabis-Gesetzes. Zum Beispiel, darf ich jetzt nur zu Hause Kekse backen oder nicht? Darf ich in Deutschland Stecklinge kaufen, verkaufen oder nicht? Darf ich die im Ausland bestellen oder nicht? Darf ich Samen verkaufen oder nicht? Wobei das jetzt eher so die Händlerfragen sind. Aber auch andere Privatfragen wie, darf ich möglicherweise sogar mehr Stecklinge haben oder Jungpflanzen als meine drei, die jetzt blühende Cannabispflanzen sind? Ja, auch da gibt es interessante Interpretationsspielräume im Gesetz. Und alle möglichen Fragen dieser Art werden irgendwann vor Richtern landen. Und da wird das ausdefiniert werden. Und diese Prozesse werden halt geführt, wenn die ersten Betroffenen da sind. Wenn der erste angeklagt ist, dann werden wir uns die Fälle angucken und dann checken, taugt das für ein Verfahren oder nicht. Und dann werden wir das supporten oder nicht. Und das ist natürlich eine relativ umfangreiche Planerei. Und damit fangen wir auch jetzt an. Außerdem, was wir noch so zu tun haben, was noch so kommt. Planung für die Cannabis-Normalkonferenz wird natürlich jetzt auch hoch auf unserer Prioritätenliste sein. Ich habe schon angekündigt, Ende Juni ist es wieder soweit. Große DHV Cannabis-Normalkonferenz wieder in Berlin in der Alten Münze, letztes Juni-Wochenende. Und heute hat der Ticketverkauf dafür begonnen. Da steht jetzt noch kein total ausgefeiltes Programm auf der Homepage. Wir haben schon natürlich intern die Ideenliste stehen sozusagen, aber das wird sich jetzt erst nach und nach zusammenbauen, das ganze Programm und die Referenten und so weiter. Und es ist viel Arbeit, viel zu tun und wird eine super Konferenz, glaube ich, die sich mit allen möglichen Dingen rund ums Cannabis-Gesetz befasst. Mit dem Eigenanbau, mit den Anbauclubs. Was dürfen die nicht? Wie macht man das am besten? Wie stellt man das Ganze ein mit den Anbauclubs? Mini-Grow-Guide sozusagen für super, super Anfänger beim Anbau, stelle ich mir auch vor. Aber eben auch rechtliche Fragen da rundherum. Ja, muss ich einen Sichtschutz auf dem Balkon haben vor meiner Pflanze oder brauche ich das nicht? Und so weiter. Ne? Was ist mit Geruchsbelästigung? Lauter solche ganzen nerdigen Fragen. Das ist eine Nerd-Konferenz mit total spannenden Detailfragen. Wie immer, ja, war immer großartig. Die mal da waren, wissen das. Die kommen bestimmt auch alle wieder und freuen sich jetzt über die Early-Bird-Preise für die Cannabis-Normalkonferenz. Mitglieder des DHV sparen nochmal ein paar Geld, aber ein bisschen Ticketkohle müssen wir dafür natürlich aufrufen, weil wir keinen Riesenverlust machen wollen da. Ein bisschen Verlust werden wir machen, ja, aber das muss ja jetzt nicht so, also ein bisschen refinanzieren muss man halt logischerweise. Gibt auch Essen dafür. So, was haben wir noch? Demos, die anstehen, haben wir noch. Natürlich erstmal 420, 20. April sind Demos, mehrere angemeldet, unter anderem auch wieder hier in Berlin am Brandenburger Tor. Und in Hannover habe ich auch was gesehen zum 20.04. Aber für uns orgamäßig und arbeitsmäßig vor allen Dingen relevant die GMM-Demos Anfang Mai. Da koordinieren wir vom Handverband aus die ganzen Aktionen und promoten die irgendwie alle gemeinsam und ein gemeinsames Poster, Plakat, Gedöns und so weiter. Ja, auf jeden Fall, das ist bei uns auch nochmal ein großer Punkt jetzt, der vor uns steht. Und dann Texte, die irgendwie verändert werden müssen beim Handverband, ja, um auch mal so ein bisschen euch das Hintergrundrauschen klar zu machen, ja, dass es nicht immer nur so die eine große Aktion gibt, wo die ganzen Typen hier, die beim Handverband arbeiten, dran rummachen, sondern die ist auch viel im Hintergrund rumzuschrauben. Und jetzt ist das besonders viel, weil natürlich alle möglichen Texte auf handverband.de nicht mehr aktuell sind, auf cannabisfakten.de auch zum Teil, auf den Flyern, die wir verteilen. Und da müssen wir jetzt im Prinzip alles durchfilzen und aktualisieren, damit eben ja, wir als entscheidenden und zuverlässigsten Informationsportale zu Cannabis überhaupt irgendwie in Deutschland da auf dem richtigen Stand sind und da nicht uralten Käse irgendwie auf unseren Seiten da irgendwie verzählen. Und der Aufruf zum GMM, den ich nicht vergessen darf, von der Ortsgruppe München folgt jetzt. Das Cannabis-Gesetz ist nur das Fundament. Doch auf dieses Fundament können wir einen bauen. Nämlich einen regulierten Markt für Cannabis, für Erwachsene, in Fachgeschäften. Wenn ihr dafür seid, dass Cannabis endlich in Fachgeschäften für Erwachsene verkauft wird, dann kommt auch am 4. Mai, dem ersten Samstag im Mai, hier auf den Hyde-Platz zum Global Marihuana March unter dem Motto Shots statt Cops. Denn Cannabis ist ein Thema für Fachgeschäfte und nicht für die Polizei.
Vielen Dank. So, jetzt habe ich noch ein paar Termine. Das erste ist der A-Legal Day in Hamburg am 6.4. Dann am 8.4. in Merseburg, Mahnwache mit Infostand zur Cannabis-Legalisierung unserer Ortsgruppe in Halle. In Wuppertal tritt sich die DAV-Ortsgruppe in Wuppertal am 9.4. In Halle am 10.4. auch Treffen der Ortsgruppe. Dann Dortmund-Ortsgruppe in Gründung, 11.4. Online-Konferenz, IACM, diese Cannabis als Medizin International-Geschichte. Am 12. und 13.4. jeweils nachmittags nach deutscher Zeit 15 bis 19.30 Uhr online, ich glaube sogar kostenlos, müsst ihr euch aber anmelden. Dann Heidelberg, Infotisch der Ortsgruppe am 13.04. Berlin, ICBC, Business, jetzt wieder für die Business-Leute, ja, stellt euch vor, ich hätte ein Jackett an und sage euch jetzt, wenn ihr euch für Big Business Cannabis interessiert, dann müsst ihr zur ICBC gehen, International Business Cannabis Dingsbums Conference, und ich bin da der Top-Speaker, einer von den Warm-Up-Laberern auf der Bühne da bei der Konferenz teil. Da ist auch mittlerweile eine relativ große Messe dabei mit den ganzen International-Playern und dann aber auch eine Konferenz. Ja, und da bin ich so der Warm-Up-Typ irgendwie morgens mal und erzähle da was, ja, was wir jetzt Tolles geschafft haben. Als ich den Termin hatte übrigens, ne, wusste ich gar nicht, was jetzt dabei rauskommt. Ich dachte schon, ich muss da voll die Trauerrede halten und denen sagen, ja, das dauert jetzt so ein halbes Jahr, weil die bekloppten Bundesländer gesagt haben, ja, das ist alles Murks und so. Hier passiert nichts. Und jetzt kann ich was ganz anderes erzählen. Ja, aber auf Englisch, naja. Und das kostet natürlich auch nicht wenig Geld, ja, ICBC. Das ist was für Business-Leutchen. Dann Heidelberg. Ist zur Goldenen Rose im Restaurant, der Hanftisch unserer Ortsgruppe, 16.04. Und for 20 Day, schon gesagt, Smoke in Berlin, 20.04. am Brandenburger Tor. Und in Hannover, The Big 420 Party, 20.04. 15 Uhr. Und wo und so weiter, guckt ihr in der Videobeschreibung. Haufen andere Quellen auch da. Lasst es euch gut gehen. Na, nächstes Mal bin ich wieder total nüchtern im Jackett hier am Verzählen. Und ja, feiert mal ein bisschen, schreibt in die Kommentare da unten rein, wie euch das so jetzt vorkommt mit der Legalisierung, ob das irgendwie für euch einen Unterschied macht, warum, wann, wie, was sich gut anfühlt und so weiter. Abonniert den Kanal, liked das Video, aktiviert die Glocke und wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.